Es ist das Jahr 52 vor Christus. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein. Einige von unbeugsamen Galliern bevölkerte Dörfer hören nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Um die Macht in Rom an sich zu reißen, will Caesar Gallien unter seine Herrschaft bringen. Doch die Gallier, oder Kelten, wie sie sich selber nennen, besinnen sich auf ihr höchstes Gut, die Freiheit. Sie sind bereit, alles dafür einzusetzen, ihre Heimat und ihr Leben. An ihrer Spitze steht ein charismatischer Führer, Vercingetorix. Mit ihm ziehen sie in die Schlacht, die letzte Schlacht der Kelten. Sommer 52 vor Christus. Römische Legionäre errichten um die Keltenfestung Alesia eine der mächtigsten Belagerungsanlagen der Antike. Caesar treibt seine Legionäre zur Höchstleistung an. Hunderttausende Bäume werden gefällt, ca. 40 Kilometer Palisaden errichtet, 60 Wachtürme gebaut. Vor Alesia wird sich Caesars politische Zukunft entscheiden. Doch woher wissen wir so genau, was damals vor über 2000 Jahren geschah? Nur ein einziger Augenzeugenbericht ist überliefert. Er wird im Magazin der Universitätsbibliothek von Amsterdam aufbewahrt. Eines der wertvollsten Bücher der Welt. Es ist die älteste Handschrift des Bellum Gallicum. Caesars Bericht über seinen Kriegszug in Gallien. Gallia est omnis divisa in partes tres. So beginnt der vielleicht bekannteste Text der römischen Antike. Gallien ist in drei Teile gegliedert. Einen bewohnen die Belger, den zweiten die Aquitaner, den dritten ein Volk, das sich Kelten nennt. Wir nennen sie Gallier. Da die Kelten selbst keine Geschichtsschreibung hatten, ist Caesars Bericht die wichtigste Quelle zu ihrer Geschichte und zum Leben ihres berühmtesten Helden Vercingetorix. Vercingetorix war kein jugendlicher Hitzkopf, wie Legenden später behaupten. Er war damals vermutlich 30 Jahre alt und bereits ein erfahrener Politiker. Als streng und unerbittlich beschreibt Caesar seinen Gegner. Er feuerte die Leute an, um der gemeinsamen Freiheit willen zu den Waffen zu greifen. Durch harte Strafen zwang er auch Zögernde zu Gehorsam. Die Kelten sind ein Trauma Roms. Immer wieder waren keltische Volksstämme aus dem Norden nach Italien eingefallen. Einst hatten die Kelten sogar Rom eingenommen und verwüstet. Diese Schmach sollten die Römer nie vergessen. 300 Jahre später ist Rom längst Weltmacht geworden und beherrscht den größten Teil der damals bekannten Welt. Das aus den Provinzen gepresste Geld hat die Stadt reich gemacht. Säulenhallen, Tempel und Theater sind entstanden. Fast 1 Million Menschen bevölkern die Metropole. Ihr Zentrum? Das Forum Romanum. Hier beginnt die Karriere eines der größten Politiker der Weltgeschichte, nach dessen Namen sich spätere Herrscher den Titel Kaiser gaben. Caesar hatte sich durchgesetzt. Er war im Jahr 59 Konsul geworden und hatte damit ein Ziel erreicht, das nur wenige der großen aristokratischen Familien je erreichen konnten. Caesar aber wollte mehr. Um dieses Meer zu erreichen, brauchte er den großen Krieg, den Kriegszug über die Grenzen des Imperiums. Nach seinem Konsulat in Rom gelingt es Caesar, Statthalter der römischen Provinzen in Gallien, im Gebiet des heutigen Südfrankreich, zu werden. Für Caesar wird Gallien zur Trumpfkarte seines Pokers um die Macht in Rom. Ganz Gallien, von den Pyrenäen bis zum Rhein, will er unterwerfen.
Dafür braucht Caesar Verbündete. Zu ihnen gehört anfangs auch ein junger Adliger aus einem der einflussreichsten Stämme Galliens, Vercingetorix. Noch steht er loyal an Caesars Seite, fasziniert von Macht und Kultur des Eroberers. Doch bald schon wird er zum erbitterten Gegner. Caesar weiß, sein Schicksal wird sich in Gallien entscheiden. Werden seine Legionen dem Ansturm der keltischen Reiterhorden gewachsen sein? In den ersten Jahren des Gallienfeldzugs hat Caesar viele Stämme unterworfen oder sich zu Verbündeten gemacht. Aber jetzt regt sich Widerstand gegen die Besatzungsmacht. Die zum Aufstand Entschlossenen suchen im ganzen Land nach Gleichgesinnten. Hinter dem Rücken der Besatzungsmacht bilden sich Verschwörergruppen. Sie wollen den Aufstand wagen. Doch die keltischen Stämme sind sich uneins, ob oder wie man sich den Römern entgegenstellen soll. Oft weicht anfängliche Entschlossenheit der Furcht vor der militärischen Stärke des Feindes. Viele sind ratlos. Die einen wollen sich der Schutzmacht Rom unterwerfen, die anderen hoffen, Unabhängigkeit von Rom zu erlangen. Noch gibt es keinen gemeinsamen Widerstand. So ist manches Dorf der geballten militärischen Macht der Römer hilflos ausgeliefert. Innerhalb von 3 Jahren erobern Caesars Soldaten auf diese Weise große Teile Galliens, ohne auf nennenswerten Widerstand der Kelten zu stoßen. Üblicherweise kämpfen die Römer bei Tag, aber Caesar ändert das. Er lässt seine Truppen auch bei Nacht angreifen, um den Gegner zu überraschen. Für die römischen Legionäre sind solche Überfälle Routine. Dabei können sie sich Nahrung beschaffen und Beute machen. Caesars Bericht verschweigt die Gräuel des Krieges nicht. Als unsere Truppen die Stadt Avaricum stürmten, waren unsere Soldaten von den anstrengenden Belagerungsarbeiten so sehr erregt, dass sie nicht einmal Greise, Frauen und Kinder schonten. Von der ganzen Bevölkerung, deren Zahl etwa 40.000 betragen hatte, konnten am Ende kaum 800 zu Vercingetorix entkommen. Für die Kelten ist der Krieg eine schreckliche Tragödie. Frauen werden vergewaltigt, Familien auseinandergerissen, tausende Menschen getötet oder in die Sklaverei verschleppt. Auch die Römer erleiden Verluste, aber weit weniger als die Kelten. Für den, der überlebt, hat sich der Einsatz gelohnt. Caesar lässt seine Soldaten großzügig Beute machen. Es heißt sogar, er habe jedem seiner Kämpfer mehrere Sklaven geschenkt. Das politisch zerrissene Gallien hat sich nach 3 Jahren Krieg Caesar ergeben. Und erst als man begriff, was das hieß, begannen die Aufstände, begannen die in Gallien zu verstehen, was römische Herrschaft tatsächlich bedeutet, und entwickelten sie zum ersten Mal ein Gefühl von Freiheit. Die Folge war, erst jetzt fingen sie ernsthaft an zu kämpfen. Erst jetzt wurde es für Caesar schwierig. Und erst jetzt wurde die Eroberung Galliens zu einem wirklich großen Spektakel. Die Lage im Kriegsgebiet ist zweigeteilt. Der Süden, die heutige Provence, ist fest in römischer Hand. Die Häduer sind mit den Römern verbündet. Die Averner haben sich noch nicht entschieden. Im Norden bereiten Nervier, Eburonen und Treverer bereits den Aufstand vor. Caesar ist über die brisante Lage unterrichtet. Er befiehlt allen Stammesführern, nicht von seiner Seite zu weichen. Niemand soll hinter seinem Rücken eine Rebellion anzetteln können. Doch einer weigert sich: Dumnorix. Das kann Caesar nicht hinnehmen.
Während der Dumnorix-Affäre widersetzt sich ein wichtiger Anführer der Häduer, die normalerweise auf der Seite der Römer standen, den Anordnungen Caesars und damit dessen Autorität und seinem Anspruch auf Vorherrschaft. Dumnorix hat unter den Stammesführern großen Einfluss. Sein Beispiel könnte Schule machen. Caesar will ein Exempel statuieren und lässt den Rebellen töten. Aber die Erinnerung an ihn konnte Caesar nicht auslöschen. Jetzt besinnen sich die Bewohner Galliens auf das wichtigste Erbe ihrer Vorfahren: ein Leben in Freiheit. Die Druiden spielen dabei eine bedeutende Rolle. Caesar beschreibt sie als Lehrer, Richter, Priester und Propheten. Besonders in Zeiten von Not und Krieg ist ihr Rat gefragt. Dann vollziehen sie an versteckten Quellen geheime Rituale und bringen ihren Göttern Opfer. Befremdet von der Naturreligion der Kelten, schreibt ein römischer Dichter: Wasser floss aus dunklen Quellen und düster standen ohne Kunst und roh aus Holz gehauen Götterbilder da. Den Römern schauderte es vor den unheimlichen Zeremonien der Druiden. Dennoch waren viele fasziniert von der Spiritualität der Kelten. Das bedeutendste Bildzeugnis keltischer Religion ist ein prächtig verzierter Bronzekessel, seltenes Zeugnis aus der fernen Welt der Druiden. Seit seiner Bergung gibt er den Wissenschaftlern Rätsel auf. Ein sorgfältig gearbeitetes Relief zeigt einen Zug von Reitern und Kriegern. Hinter ihnen ein Priester, der einen Menschen in ein Gefäß versenkt. Ist dies ein Ritual, um den Krieger unverwundbar zu machen, oder ein Menschenopfer? Es ist durchaus denkbar, dass diese Darstellung auf dem Kessel von Gundestrup sich auf ein Menschenopfer bezieht. Man weiß es nicht genau. Aber die Tatsache dieser Menschenopfer ist ja bestens bezeugt, nicht nur durch Caesar, dass im ersten Jahrhundert vor Christus bis in die römische Zeit hinein Menschenopfer bei den Kelten, wie übrigens auch bei den Germanen, absolut normal waren, zumal in Kriegszeiten, um eben die Götter zu besänftigen. Die Römer hielten die Kelten für wilde, kulturlose Barbaren, die abgeschieden in den unzugänglichen Landschaften des nördlichen Europa hausen. Aber die meisten Kelten lebten schon seit langem in wohlgeordneten Dorfverbänden und hatten Handelskontakte mit vielen Völkern Europas. Sie waren kein einheitliches Volk, doch Sprache und Kultur waren allen Stämmen gemeinsam. Karierte Stoffe waren ihre Erfindung. Sie hatten keine eigene Schrift und kannten nur mündliche Überlieferung. Darin ist viel von Helden und großen Schlachten die Rede. Die meiste Zeit jedoch verbrachten sie mit Ackerbau und Viehzucht. Seit etwa dem 6. Jahrhundert vor Christus bevölkern die Kelten weite Teile Europas. Anfangs lebten sie nur in Dörfern, später gründeten sie die ersten Städte nördlich der Alpen. Im 5. Jahrhundert vor Christus begann eine Zeit der Wanderung. Kelten ziehen nach Italien, über den Balkan, nach Griechenland und bis in die Türkei. Eine Vielzahl von Spuren hinterließen sie im heutigen Österreich, das zu einem ihrer Stammgebiete gehörte. Im Naturhistorischen Museum von Wien lagern unzählige Objekte, die Archäologen bei Ausgrabungen bargen. Hier untersuchen Spezialisten einen Knochen, der in einem frühkeltischen Grab gefunden wurde. Die Analyse erlaubt einen Blick in eine unfriedliche Zeit. Seltener, sehr ungewöhnlicher Befund. Im Bereich oberhalb des Knies steckt eine Pfeilspitze drinnen, mit einer deutlichen Richtung. Der Schuss ist eher von schräg unten gekommen, genau. Also ein Reiter kann das sein. Das ist richtig, genau. Ja. Das eine skythische Pfeilspitze. Wurden die Kelten von ihren östlichen Nachbarn besonders oft angegriffen? Gab es Gründe dafür? Eine mögliche Erklärung findet sich im Archiv des Museums. Hier lagern die Dokumente eines sensationellen Fundes.
handkolorierte Zeichnungen von über 2000 Gräbern, die in den österreichischen Alpen ausgegraben wurden. Wertvolle Waffen und Schmuckstücke, die man den Toten mitgab, zeugen von Wohlstand und von einer Kultur, die nach ihrem Fundort Hallstatt einer ganzen Epoche den Namen gab. Hallstattkultur. Was war die Ursache für die Besiedlung und den Reichtum der damals abgelegenen Gegend? Die Antwort findet sich in 300 Metern Tiefe, in dem ältesten Bergwerk der Welt. Archäologen suchen hier nach Hinweisen, die Aufschluss geben über Leben und Arbeiten der Kelten vor 2500 Jahren. Die Arbeit unter Tage war gefährlich. Viele Bergleute wurden verschüttet. Im 17. Jahrhundert fand man hier die mumifizierte Leiche eines keltischen Bergmanns. Er wurde berühmt als der Mann im Salz. Das Mineral, das man hier abbaute, hat ihn über Jahrtausende konserviert. Salz, das weiße Gold der Kelten. Salz war seit frühester Zeit ein hochbegehrter Rohstoff, der in weiten Teilen Europas gehandelt wurde und so wertvoll war wie Gold oder Bernstein. In einer Zeit, in der es noch keine Kühlschränke gab, diente es zur Konservierung von Fisch und Fleisch. Ohne Salz wäre so manche Familie verhungert. Der Konservierungstechnik der Kelten verdanken wir Salami, Pökelfleisch und Schinken. Die Kelten haben die ganze Mittelmeerwelt mit Salz verseucht, vor allem aus den Bergwerken in den Alpen. Und es ist durchaus denkbar, dass Cäsar, als er in Gallien einmarschierte, nicht nur an die großen Goldschätze der Tempel gedacht hat, sondern auch das Salz, was man immer mit den Kelten in Verbindung gebracht hat. Der Reichtum vieler Keltenstämme war legendär. Ein Beleg dafür ist das Monumentalgrab des Fürsten von Hochdorf. Forscher entdeckten es unweit von Stuttgart, eine Sternstunde der Archäologie. Unter 10 Tonnen Granitgestein lagen hier die sterblichen Überreste des Toten. Bestattet hatte man ihn zusammen mit prächtigen Schüsseln, Trinkhörnern und Tellern für standesgemäße Festgelage im Jenseits. Im 500 Liter fassenden Bronzekessel Reste von Honigwein. Die Könige der keltischen Frühzeit wurden im Laufe der Jahrhunderte durch gewählte Stammesführer ersetzt. Erst durch die Bedrohung Cäsars, als man einen gemeinsamen Oberbefehl wieder brauchte, hat man eben Vercingetorix zum Heerführer und damit zum König gewählt. Nicht zuletzt deswegen, weil er selbst aus einer adligen, aus einer königlichen Familie stammte und von daher das Glück des Königs in irgendeiner Weise mit ihm und seiner Familie verbunden schien. Endlich war es gelungen, die zerstrittenen Stammesführer Galliens unter einem Oberkommando zu versammeln. Dies war das Verdienst eines Mannes, der den Aufstand gegen Rom betrieb und für sich selbst eine große Zukunft erhoffte, Vercingetorix. Auf ihm ruht nun die ganze Hoffnung der bedrohten Kelten. Hatte er nicht Land auf Land ab mit leidenschaftlichen Reden zum offenen Aufstand gerufen? Jetzt sollten den Worten Taten folgen. Nun wird sich zeigen, ob er der Mann ist, der die zerstrittenen Stämme gemeinsam in den Kampf gegen Rom führen kann. Schon bald erreicht der Krieg auch die entlegensten Dörfer. Vercingetorix fasst einen Plan, der jeder militärischen Logik zu widersprechen scheint. Dafür braucht er die Unterstützung der Druiden. Lange hatten die Bauern Galliens hilflos mit ansehen müssen, wie Cäsars Truppen ihre Felder und Kornspeicher plünderten. Druiden beschwören ihre Landsleute, Vercingetorix zu folgen und dem Sieg das größte Opfer zu bringen, ihre Felder und Dörfer niederzubrennen, um die Römer so vom Nachschub abzuschneiden. Eine schwere Entscheidung,
die eigene Habe zu zerstören, um die Heimat zu retten. Cäsar notiert beeindruckt, noch am selben Tag wurden mehr als 20 Städte der Bituriger in Brand gesteckt. Dasselbe geschah bei den übrigen Stämmen. Gallien steht in Flammen. Die Politik der verbrannten Erde hat Erfolg. Die Versorgung der römischen Truppen gerät ins Stocken. Die Gewaltmärsche, für die Cäsars Soldaten berühmt sind, manchmal bis zu 30 Kilometern am Tag mit ca. 40 Kilo Gepäck, überfordern die entkräftete Truppe. Die Situation wird kritisch für Cäsar. Kann er jetzt die Entscheidung nicht erzwingen, werden seine Truppen in wenigen Wochen aufgerieben sein. Nun muss er erst recht auf Militärtechnik setzen, um den Krieg schnell für sich zu entscheiden. Kampfformationen wie die sogenannte Schildkröte zum Schutz gegen Wurfgeschosse und Pfeilhagel. Schnelle Verteidigung bei Überraschungsangriffen. Der Einsatz von Belagerungsmaschinen. Den schweren Steinschleudern haben die Kelten nichts entgegenzusetzen. Trotz der Entbehrungen von fast 8 Jahren Krieg folgen die Soldaten bedingungslos ihrem Feldherrn. Cäsar konnte sich auf eine Kriegsmaschine verlassen, die in der damaligen antiken Welt völlig unvergleichbar war. Dazu gehörte eine Kampfesweise von professionell ausgebildeten Soldaten, denen Bauernsoldaten, und daraus bestanden die keltischen Truppen, in der Regel nicht gewachsen sein konnten. Ein Freiwilligenheer, oft ungeordnet und mangelhaft bewaffnet, aber wild entschlossen, die eigene Heimat zu verteidigen und dafür das Leben zu opfern. Dabei vertrauen die Kelten nicht nur auf ihre militärische Stärke, sondern auch auf die Wirksamkeit alter religiöser Rituale. Ihre Druiden müssen helfen, die Gunst der Götter und das Kriegsglück zu erzwingen. Sie treffen sich an magischen Orten, auf geheimen Waldlichtungen. Für einen glücklichen Kriegsausgang versenken sie Schilde, Speere und Schwerter in heiligen Quellen und Seen. Ein solches Schwert finden wir im Magazin des Naturhistorischen Museums von Wien. Das Museum besitzt eine weltweit einzigartige Sammlung zur Geschichte der Kelten. Darunter das älteste Schwert, auf dessen Scheide keltische Reiter dargestellt sind. Fast alles, was wir über das Aussehen und die Ausrüstung keltischer Krieger wissen, stammt von dieser Darstellung. Ein Künstler ritzte das Bild vor 2500 Jahren in das harte Metall. Es zeigt Kämpfer in Waffen auf dem Weg in die Schlacht. Die keltischen Reiter waren legendär. Sie kämpften als Söldner in den Armeen von Hannibal und Alexander dem Großen. Auch in diesem Krieg werden sie eine bedeutende Rolle spielen. Avaricum, Gergovia, Alesia. Die Orte, an denen sich im Jahr 52 vor Christus das Schicksal der Kelten entscheidet. Gergovia ist die Hauptstadt der Averner und die Heimat ihres Führers Vercingetorix. Auf einem Hügel gelegen war die Stadt schwer zugänglich, notiert Cäsar. Daher entfaltet er die ganze Kunst römischer Belagerungstechnik und hofft auf einen schnellen Sieg. Vercingetorix antwortet mit einem Überraschungsangriff. Aus dem Schutz der benachbarten Hügel fällt er den überraschten Legionen in die Flanke. Viele der verbündeten Hilfstruppen wechseln daraufhin die Seite und zwingen die sieggewohnten Legionäre zum Rückzug. Cäsar verliert 700 Soldaten und fast die Hälfte seiner Unteroffiziere.
Caesar zog dann in den Norden Galliens, wo er einige Truppenteile bei Lutetia, dem heutigen Paris, zurückgelassen hatte. Mit der wiedervereinigten Streitmacht wollte er sich Richtung Süden in die römische Provinz zurückziehen. Dadurch ist er jetzt Vercingetorix strategisch unterlegen. Die Niederlage bei Gergovia hat den Mythos von der Unbesiegbarkeit Caesars zerstört. Seine Truppen sind erschöpft. Aber Caesar gibt nicht auf. Er will die Entscheidung. Er entschließt sich zur Belagerung der Bergfestung Alesia. Dorthin hatte sich Vercingetorix mit seinen Truppen zurückgezogen. Wollte er Caesar in eine Falle locken? In Eilmärschen rücken die Römer vor die Stadt. Dort eingetroffen, entwirft Caesar seine Belagerungsanlagen. Ein innerer Ring soll die in Alesia Eingeschlossenen am Ausbruch hindern. Ein äußerer Ring das Römerlager vor feindlichen Angriffen schützen. 50.000 Soldaten treffen ein. Die gesamten in Gallien stationierten Legionen werden vor Alesia zusammengezogen. Caesar richtet sich mit seinen Belagerungswerken auf einen Zwei-Fronten-Krieg ein. Die Frage, die alle Forschung bis heute quält, lautet: Ist dieser Bericht korrekt? Können wir ihm glauben? Was die militärischen Dinge angeht, was den Krieg als solchen angeht, können und müssen wir ihm glauben. Denn geschrieben war er an ein Publikum, das vom Krieg so viel verstand wie Caesar auch. Ein furchterregender Anblick für die Verteidiger von Alesia. Der Aufmarsch der schwer bewaffneten Legionäre. Die römischen Pioniereinheiten beginnen sofort mit der Errichtung der Befestigungsanlagen. Manche Historiker sagen, die Römer hätten viele Schlachten nicht durch das Schwert, sondern durch den Spaten gewonnen. Bevor die Kelten völlig eingekesselt sind, schickt Vercingetorix Boten zu den verbündeten gallischen Stämmen. Sie sollen den Belagerungsring der Römer von außen angreifen. Caesar weiß, seine Armee wird beim Eintreffen eines Entsatzheeres unterlegen sein. Umso raffinierter konstruiert er jetzt die Befestigungsanlagen. Was Caesar vor Alesia ins Werk setzt, hat es noch nie gegeben. Ein Todesstreifen entsteht. Fallgruben, Sperren, Stacheln, Wassergräben, ein nahezu perfektes System der Abschreckung. Die Angreifer müssen zuerst durch ein Feld von sogenannten Ochsenstacheln, danach über 8 Reihen Fallgruben, in denen mit Feuer gehärtete Holzpfähle verborgen sind. Dann müssen sie Sperren aus schräg aufragenden Ästen überwinden, sowie 2 mit Wasser gefüllte Gräben, bis schließlich vor ihnen der 4 Meter hohe Verteidigungswall, bewehrt mit Holzpalisaden und Türmen, aufragt. Ein schier unüberwindbares Hindernis für die auf dem Berg Eingeschlossenen und ihre Bundesgenossen. Aber wo lag eigentlich Alesia? Der Fotograf René Gouguet hat die Suche nach den Spuren des gallischen Krieges zu seiner Lebensaufgabe gemacht. Unter uns liegt der Hügel des historischen Alesia, oberhalb des heutigen Alise-Saint-Rennes, einem kleinen Städtchen im Herzen Burgunds. Auf den ersten Blick fällt es schwer, sich ein Bild der Anlagen aus der Zeit der Römer und Kelten zu machen. Doch durch die Bearbeitung der Fotografien mit digitaler Technik werden plötzlich merkwürdige Strukturen sichtbar. Denn dort, wo einst hölzerne Befestigungsanlagen standen, hat sich die Vegetation anders entwickelt als in der Umgebung. Auch wenn man im Boden kaum noch etwas findet, aus der Luft sieht man die Spuren des Krieges genau.
Durch die Luftbildarchäologie konnte Alesia eindeutig in Alisandrin lokalisiert werden. In Hunderten von Flugstunden ist es uns im Zeitraum von 40 Jahren gelungen, Caesars Lager sowie die römischen und keltischen Verteidigungslinien zu lokalisieren. Hier liegt ein erst vor kurzem durch die Luftaufnahmen entdecktes Tor. An ihm enden drei Verteidigungssysteme. Diese Linien stellen gewissermaßen die Signatur der römischen Anwesenheit in Alesia dar. Hier sind die Spuren der äußeren Befestigungsanlage mit einer Reihe von vier kleinen Gräben, die genau der Beschreibung von Caesar entsprechen. Das gewaltige Ausmaß der Sperranlagen zeigt, mit welchem Einsatz die römischen Soldaten vor Alesia gearbeitet haben. In nur 6 Wochen entstehen ein 16 Kilometer langer Belagerungsring und ein 21 Kilometer langer Verteidigungsring. In Alesia wächst die Verzweiflung. Tag für Tag rüsten die Kelten sich für eine mögliche Schlacht, während der römische Todesstreifen immer bedrohlichere Dimensionen annimmt. Bisher warten sie vergeblich auf Hilfe von außen, ohne die der Kampf gegen die Belagerer hoffnungslos erscheint. Die Lage spitzt sich dramatisch zu, als die nur für 30 Tage angelegten Vorräte zur Neige gehen. Ist Vercingetorix am Ende? Wo bleibt die Entsatzarmee? Die Römer scheinen sich auf eine lange Belagerungszeit eingerichtet zu haben. Caesar berichtet, die verzweifelten und ausgehungerten Kelten hätten in ihrer Not erwogen, Menschenfleisch zu essen. Die Mehrheit jedoch habe dies entsetzt abgelehnt. Am Ende fiel die Entscheidung, alle kampfuntauglichen Esser, Greise, Frauen und Kinder, aus der Festung zu schicken. Wie groß muss die Verzweiflung gewesen sein, um solch eine grausame Entscheidung zu treffen und taub für das Flehen der Verstoßenen zu sein? Den Vertriebenen bleibt nur die Hoffnung, dass der Feind sie aufnimmt. Caesar aber schweigt, die Not seiner eigenen Truppen vor Augen. Es gibt keine Rettung. Elend gehen die Hungernden zugrunde. Freund und Feind sehen tatenlos zu. Die Lage der Kelten erscheint aussichtslos. Die Verbündeten lassen weiter auf sich warten. Doch an einem Septembermorgen bietet sich den römischen Wachposten ein furchterregender Anblick. Die Vereinigten Streitkräfte Galliens treffen vor Alesia ein. Laut Caesar 250.000 Fußsoldaten und 8.000 Reiter. Sie beziehen Stellung auf den umliegenden Hügeln. Die römischen Soldaten sind besorgt. Werden ihre Befestigungen den drohenden Ansturm standhalten? In Alesia hingegen schöpft man neuen Mut. Vercingetorix beschwört seine Krieger. Jeder soll wissen, dass es jetzt ums Ganze geht. Eine Niederlage würde das Ende der gallischen Freiheitsträume bedeuten. Es herrscht höchste Anspannung. Vercingetorix ist entschlossen, seine Truppen zum Sieg zu führen. Freiheit oder Tod. Auch die Legionäre wissen, was auf dem Spiel steht. Diese Schlacht wird über ihr und Caesars Schicksal entscheiden. Caesar hatte 8 Jahre um seine Zukunft gekämpft und stand, verlor er diese Schlacht, vor dem Nichts. Seine Soldaten nicht minder. Sie waren in derselben Situation. Auch sie hatten 8 Jahre für Beute, eine große Zukunft, für ihren Ruhm gekämpft. Unterlagen sie jetzt, so verloren sie alles. Die Kelten sind in der Überzahl. Ihre Stammesführer setzen sich siegessicher an die Spitze ihrer Truppen. Der Angriff auf den römischen Schutzwall beginnt. Da
Das ist das Signal für Vercingetorix-Truppen. Von Alesia aus greifen sie den inneren Belagerungsring an, schütten die Gräben mit Erde zu und überwinden an einigen Stellen die Barrikaden. Doch noch behalten die Römer die Kontrolle und schlagen die Kelten zurück. Was war das Geheimnis ihres Erfolges? Wie konnten sie sich gegen die Übermacht der Kelten wehren? Dottore Dario Battaglia, italienischer Militärhistoriker aus Bologna, hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Effektivität der römischen Kampfmethoden zu prüfen. Terzo ordo, cinque passi alla vostra sinistra! Seinen Mitstreitern, die sich jedes Jahr in einem kleinen Ort in der Po-Ebene versammeln, demonstriert er die Gründe für den Erfolg der Römer. Sie hatten eine besondere Kampftechnik entwickelt. Die vorderste Reihe der Angreifer wurde ständig gegen die dahinterstehende ausgewechselt. Mutate! Mutate, wechseln, hieß der Befehl. Dadurch kamen stets frische Kräfte zum Einsatz. Eine weitere Geheimwaffe, deren sich die Römer gegen ihre Feinde bedienten, war die Bildung sehr kleiner Einheiten, sogenannter Manipel. Unter dem Druck der Angreifer öffneten sie die erste Reihe des Manipels, ließen einige Feinde ein und schlossen sie wieder. Die so Eingekesselten konnten von allen Seiten leicht überwältigt werden. Auf diese Weise bildeten die Römer eine Art lebendige Festung, die sich öffnen und schließen ließ und so den Gegner komplett vernichten konnte. Vor Alesia wird den römischen Legionären das Äußerste abverlangt. Jetzt werden die Befestigungen der Römer von allen Seiten bedrängt. Aber noch hat Caesar frische Kräfte. Er schickt seine germanischen Reiter ins Gefecht. Die Wucht ihres Angriffs wirft die Kelten zurück. Sie wenden sich zur Flucht. Doch ihre Sache ist noch nicht verloren. Viele tausend ausgesuchte Kämpfer, in unserer Rekonstruktion gelb markiert, versammeln sich im Schutz der Dunkelheit. Genau oberhalb des schwächsten Punktes der römischen Verteidigungslinien beziehen sie Stellung. Am Mittag des nächsten Tages greifen sie an. Die Römer, hier in Rot, sind in der Minderzahl. Auch Vercingetorix-Truppen wagen wieder einen Ausfall. Die Sache Roms scheint verloren. Caesar hat die rettende Idee. Er befiehlt einigen Kohorten, das Kampfgebiet weiträumig zu umreiten. Von einem Hügel aus sollen sie dem Gegner überraschend in den Rücken fallen. Plötzlich vom Feind umzingelt, geraten die Kelten in Panik. Verzweifelt geben sie auf. Als die Nachricht dieser Niederlage die Kämpfer aus Alesia erreicht, ziehen sie sich in ihre Festung zurück. Im Pfeilhagel der Römer sterben noch viele der fliehenden Kelten. Nüchtern kommentiert Caesar, es gab ein großes Gemetzel. Zahlenmäßig waren die Kelten den Römern weit überlegen. Fast hätten sie gesiegt. Aber nun waren sie doch Opfer von Caesars Kriegskunst geworden. Als Vercingetorix am Ende des Tages über das Schlachtfeld geht, weiß er, dass er seine letzte Schlacht geschlagen und alles verloren hat. Es war ihm gelungen, alle Kelten zum Freiheitskampf gegen die Römer zu vereinen. Jetzt muss er sich dem Eroberer beugen. Gallien ist besiegt. Das Schlachtfeld 2000 Jahre später. Der Gallische Krieg hat etwa 1 Million Tote gekostet. Im Verhältnis zu den Bevölkerungszahlen sind das mehr Opfer als in den beiden Weltkriegen des 20. Jahrhunderts zusammen. Wie Reliquien werden die archäologischen Fundstücke der Schicksalsschlacht im Nationalen Antikenmuseum bei Paris aufbewahrt.
Die Schlacht von Alesia ist für die Archäologie einzigartig. Es ist das erste Mal, dass Geschichte und Archäologie aufeinandertreffen. Dort haben wir eine Ausgrabungsstätte und das geschichtliche Ereignis dazu, zum Sehen und Anfassen. Zum Beispiel dieser Helm hier, das ist sehr anrührend. Man kann die Delle im Helm sehen. Wahrscheinlich verursacht durch einen Schlag, der den Krieger im Kampf traf. Es ist der Helm eines Kelten. Die Schlacht von Alesia ist eine wahre Tragödie in der Geschichte Galliens. Vercingetorix, so berichtet Caesar, habe seine Landsleute vor die Wahl gestellt, ihn tot oder lebendig an die Römer auszuliefern. Er zitiert seinen großen Widersacher mit den Worten: "Nicht um meiner eigenen Interessen, sondern nur um der gemeinsamen Freiheit willen habe ich diesen Krieg unternommen." Vercingetorix zeigt sich als stolzer Verlierer. Er reitet zuerst um Caesar herum, bevor er vom Pferd springt. Dann legt er seine Waffen feierlich nieder. Er bittet Caesar um Gnade für die unterworfenen Stämme. Caesar hat diesem Vercingetorix nie verziehen, was er ihm angetan hat. Er hat ihm nie verziehen, dass er ihn noch einmal in die Hölle des Krieges zwang und ihn an den Rand der Niederlage drängte. Als sich der gallische Fürst ihm ergab, hat er, entgegen aller heroischen Verzeichnungen, ihn sofort gefangen setzen lassen, ihn nach Rom geschafft und ihn dort 6 Jahre warten lassen, um ihn schließlich im Triumphzug in Ketten gefesselt vor sich herschleifen zu lassen. Der Sieg über Gallien macht Caesar zum mächtigsten Mann in Rom. Dort feiert er im Jahr 46 vor Christus seinen Triumph, zusammen mit seinen Soldaten, die ihrem Feldherrn bis zuletzt die Treue gehalten hatten. Vercingetorix wird noch am Tage des Triumphzuges in das römische Staatsgefängnis, den Carcer Tullianum, gebracht. Dort wartet der Henker auf ihn. 6 Jahre lang hatte der Gefangene darauf gehofft, Gnade bei einem großherzigen Gegner zu finden. Vergeblich. Caesar überlebt seinen Feind nicht lange. 2 Jahre später wird er im Senat ermordet. Vercingetorix bleibt in Erinnerung als einer der letzten Herausforderer der Weltmacht Rom. Napoleon III. Ließ ihm auf dem Berg von Alesia ein Denkmal errichten. Bis heute gilt er als Nationalheld der Franzosen. Und in Zukunft vielleicht, zusammen mit seinem großen Gegner Caesar, als einer der Ahnherren des geeinten Europa. Um die Macht in Rom an sich zu reißen, will Caesar Gallien unter seine Herrschaft bringen. Doch die Gallier, oder Kelten, wie sie sich selber nennen, besinnen sich auf ihr höchstes Gut, die Freiheit. Sie sind bereit, alles dafür einzusetzen, ihre Heimat und ihr Leben. An ihrer Spitze steht ein charismatischer Führer, Vercingetorix. Mit ihm ziehen sie in die Schlacht. Die letzte Schlacht der Kelten. Sommer 52 vor Christus. Römische Legionäre errichten um die Keltenfestung Alesia eine der mächtigsten Belagerungsanlagen der Antike. Caesar treibt seine Legionäre zur Höchstleistung an
Hunderttausende Bäume werden gefällt, ca. 40 Kilometer Palisaden errichtet, 60 Wachtürme gebaut. Vor Alesia wird sich Caesars politische Zukunft entscheiden. Doch woher wissen wir so genau, was damals vor über 2000 Jahren geschah? Nur ein einziger Augenzeugenbericht ist überliefert. Er wird im Magazin der Universitätsbibliothek von Amsterdam aufbewahrt. Eines der wertvollsten Bücher der Welt. Es ist die älteste Handschrift des Bellum Gallicum. Caesars Bericht über seinen Kriegszug in Gallien. Gallia est omnis divisa in partes tres. So beginnt der vielleicht bekannteste Text der römischen Antike. Gallien ist in drei Teile gegliedert. Einen bewohnen die Belger, den zweiten die Aquitaner, den dritten ein Volk, das sich Kelten nennt. Wir nennen sie Gallier. Da die Kelten selbst keine Geschichtsschreibung hatten, ist Caesars Bericht die wichtigste Quelle zu ihrer Geschichte und zum Leben ihres berühmtesten Helden Vercingetorix. Vercingetorix war kein jugendlicher Hitzkopf, wie Legenden später behaupten. Er war damals vermutlich 30 Jahre alt und bereits ein erfahrener Politiker. Als streng und unerbittlich beschreibt Caesar seinen Gegner. Er feuerte die Leute an, um der gemeinsamen Freiheit willen zu den Waffen zu greifen. Durch harte Strafen zwang er auch Zögernde zu Gehorsam. Zweiflung. Tag für Tag rüsten die Kelten sich für eine mögliche Schlacht, während der römische Todesstreifen immer bedrohlichere Dimensionen annimmt. Bisher warten sie vergeblich auf Hilfe von außen, ohne die der Kampf gegen die Belagerer hoffnungslos erscheint. Die Lage spitzt sich dramatisch zu, als die nur für 30 Tage angelegten Vorräte zur Neige gehen. Ist Vercingetorix am Ende? Wo bleibt die Entsatzarmee? Die Römer scheinen sich auf eine lange Belagerungszeit eingerichtet zu haben. Caesar berichtet, die verzweifelten und ausgehungerten Kelten hätten in ihrer Not erwogen, Menschenfleisch zu essen. Die Mehrheit jedoch habe dies entsetzt abgelehnt. Am Ende fiel die Entscheidung, alle kampfuntauglichen Esser, Greise, Frauen und Kinder aus der Festung zu schicken. Wie groß muss die Verzweiflung gewesen sein, um solch eine grausame Entscheidung zu treffen und taub für das Flehen der Verstoßenen zu sein? Den Vertriebenen bleibt nur die Hoffnung, dass der Feind sie aufnimmt. Caesar aber schweigt, die Not seiner eigenen Truppen vor Augen. Es gibt keine Rettung. Elend gehen die Hungernden zugrunde. Freund und Feind sehen tatenlos zu. Die Lage der Kelten erscheint aussichtslos. Die Verbündeten lassen weiter auf sich warten. Doch an einem Septembermorgen bietet sich den römischen Wachposten ein furchterregender Anblick. Die Vereinigten Streitkräfte Galliens treffen vor Alesia ein. Laut Caesar 250.000 Fußsoldaten und 8.000 Reiter. Sie beziehen Stellung auf den umliegenden Hügeln. Die römischen Soldaten sind besorgt. Werden ihre Befestigungen den drohenden Ansturm standhalten? In Alesia hingegen schöpft man neuen Mut. Vercingetorix beschwört seine Krieger. Jeder soll wissen, dass es jetzt ums Ganze geht. Eine Niederlage würde das Ende der gallischen Freiheitsträume bedeuten. Es herrscht höchste Anspannung. Vercingetorix ist entschlossen, seine Truppen zum Sieg zu führen. Freiheit oder Tod. Auch die Legionäre wissen, was auf dem Spiel steht. Diese Schlacht wird über ihr und Caesars Schicksal entscheiden. Nur durch Caesar, dass im ersten Jahrhundert vor Christus bis in die römische Zeit hinein
Menschenopfer bei den Kelten, wie übrigens auch bei den Germanen, absolut normal waren, zumal in Kriegszeiten, um eben die Götter zu besänftigen. Die Römer hielten die Kelten für wilde, kulturlose Barbaren, die abgeschieden in den unzugänglichen Landschaften des nördlichen Europa hausen. Aber die meisten Kelten lebten schon seit langem in wohlgeordneten Dorfverbänden und hatten Handelskontakte mit vielen Völkern Europas. Sie waren kein einheitliches Volk, doch Sprache und Kultur waren allen Stämmen gemeinsam. Karierte Stoffe waren ihre Erfindung. Sie hatten keine eigene Schrift und kannten nur mündliche Überlieferung. Darin ist viel von Helden und großen Schlachten die Rede. Die meiste Zeit jedoch verbrachten sie mit Ackerbau und Viehzucht. Seit etwa dem 6. Jahrhundert vor Christus bevölkern die Kelten weite Teile Europas. Anfangs lebten sie nur in Dörfern, später gründeten sie die ersten Städte nördlich der Alpen. Im 5. Jahrhundert vor Christus begann eine Zeit der Wanderung. Kelten ziehen nach Italien, über den Balkan, nach Griechenland und bis in die Türkei. Eine Vielzahl von Spuren hinterließen sie im heutigen Österreich, das zu einem ihrer Stammgebiete gehörte. Im Naturhistorischen Museum von Wien lagern unzählige Objekte, die Archäologen bei Ausgrabungen bargen. Hier untersuchen Spezialisten einen Knochen, der in einem frühkeltischen Grab gefunden wurde. Die Analyse erlaubt einen Blick in eine unfriedliche Zeit. Seltener, ein sehr ungewöhnlicher Befund. Im Bereich oberhalb des Knies steckt eine Pfeilspitze drinnen, mit einer deutlichen Richtung. Der Schuss ist eher von schräg unten gekommen. Genau. Also ein Reiter kann das sein. Das ist richtig, genau. Ja. Das eine skythische Pfeilspitze. Wurden die Kelten von ihren östlichen Nachbarn besonders oft angegriffen? Gab es Gründe dafür? Eine mögliche Erklärung findet sich im Archiv des Museums. Hier lagern die Dokumente eines sensationellen Fundes. Handkolorierte Zeichnungen von über 2000 Gräbern, die in den österreichischen Alpen ausgegraben wurden. Wertvolle Waffen und Schmuckstücke, die man den Toten mitgab, zeugen von Wohlstand und von einer Kultur, die nach ihrem Fundort Hallstatt einer ganzen Epoche den Namen gab. Hallstattkultur. Die Kelten haben die ganze Mittelmeerwelt mit Salz verseucht, vor allem aus den Bergwerken in den Alpen. Und es ist durchaus denkbar, dass Caesar, als er in Gallien einmarschierte, nicht nur an die großen Goldschätze der Tempel gedacht hat, sondern auch das Salz, was man immer mit den Kelten in Verbindung gebracht hat. Der Reichtum vieler Keltenstämme war legendär. Ein Beleg dafür ist das Monumentalgrab des Fürsten von Hochdorf. Forscher entdeckten es unweit von Stuttgart, eine Sternstunde der Archäologie. Unter 10 Tonnen Granitgestein lagen hier die sterblichen Überreste des Toten. Bestattet hatte man ihn zusammen mit prächtigen Schüsseln, Trinkhörnern und Tellern für standesgemäße Festgelage im Jenseits. Im 500 Liter fassenden Bronzekessel Reste von Honigwein. Die Könige der keltischen Frühzeit wurden im Laufe der Jahrhunderte durch gewählte Stammesführer ersetzt. Erst durch die Bedrohung Caesars, als man einen gemeinsamen Oberbefehl wieder brauchte, hat man eben Vercingetorix zum Heerführer und damit zum König gewählt. Nicht zuletzt deswegen, weil er selbst aus einer adligen, aus einer königlichen Familie stammte und von daher das Glück des Königs in irgendeiner Weise mit ihm und seiner Familie verbunden schien. Endlich war es gelungen, die zerstrittenen Stammesführer Galliens unter einem Oberkommando zu versammeln. Dies war das Verdienst eines Mannes, der den Aufstand gegen Rom betrieb und für sich selbst eine große Zukunft erhoffte: Vercingetorix. Auf ihm ruht nun die ganze Hoffnung der bedrohten Kelten. Hatte er nicht landauf, landab mit leidenschaftlichen Reden zum offenen Aufstand gerufen?
Jetzt sollten den Worten Taten folgen. Nun wird sich zeigen, ob er der Mann ist, der die zerstrittenen Stämme gemeinsam in den Kampf gegen Rom führen kann. Schon bald erreicht der Krieg auch die entlegensten Dörfer. Vercingetorix fasst einen Plan, der jeder militärischen Logik zu widersprechen scheint. Dafür braucht er die Unterstützung der Druiden. Lange hatten die Bauern Galliens hilflos mit ansehen müssen, wie Caesars Truppen ihre Felder und Kornspeicher plünderten. Druiden beschwören ihre Landsleute, Vercingetorix zu folgen und dem Sieg das größte Opfer zu bringen, ihre Felder und Dörfer niederzubrennen, um die Römer so vom Nachschub abzuschneiden. Eine schwerende Besatzungsmacht bilden sich Verschwörergruppen. Sie wollen den Aufstand wagen. Doch die keltischen Stämme sind sich uneins, ob oder wie man sich den Römern entgegenstellen soll. Oft weicht anfängliche Entschlossenheit der Furcht vor der militärischen Stärke des Feindes. Viele sind ratlos. Die einen wollen sich der Schutzmacht Rom unterwerfen, die anderen hoffen, Unabhängigkeit von Rom zu erlangen. Noch gibt es keinen gemeinsamen Widerstand. So ist manches Dorf der geballten militärischen Macht der Römer hilflos ausgeliefert. Innerhalb von 3 Jahren erobern Caesars Soldaten auf diese Weise große Teile Galliens, ohne auf nennenswerten Widerstand der Kelten zu stoßen. Üblicherweise kämpfen die Römer bei Tag, aber Caesar ändert das. Er lässt seine Truppen auch bei Nacht angreifen, um den Gegner zu überraschen. Für die römischen Legionäre sind solche Überfälle Routine. Dabei können sie sich Nahrung beschaffen und Beute machen. Caesars Bericht verschweigt die Gräuel des Krieges nicht. Als unsere Truppen die Stadt Avaricum stürmten, waren unsere Soldaten von den anstrengenden Belagerungsarbeiten so sehr erregt, dass sie nicht einmal Greise, Frauen und Kinder schonten. Von der ganzen Bevölkerung, deren Zahl etwa 40.000 betragen hatte, konnten am Ende kaum 800 zu Vercingetorix entkommen. Für die Kelten ist der Krieg eine schreckliche Tragödie. Frauen werden vergewaltigt, Familien auseinandergerissen, tausende Menschen getötet oder in die Sklaverei verschleppt. Auch die Römer erleiden Verluste, aber weit weniger als die Kelten. Für den, der überlebt, hat sich der Einsatz gelohnt. Caesar lässt seine Soldaten großzügig Beute machen. Es heißt sogar, er habe jedem seiner Kämpfer mehrere Sklaven geschenkt. Das politisch zerrissene Gallien hat sich nach 3 Jahren Krieg Caesar ergeben. Und erst als man begriff, was das hieß, begannen die Aufstände, begannen die in Gallien zu verstehen, was römische Herrschaft tatsächlich bedeutet, und entwickelten sie zum ersten Mal ein Gefühl von Freiheit. Die Folge war, erst jetzt fingen sie ernsthaft an zu kämpfen. Erst jetzt wurde es für Caesar schwierig. Und erst jetzt wurde die Eroberung Galliens zu erfüllen. Angreifer öffneten sie die erste Reihe des Manipels, ließen einige Feinde ein und schlossen sie wieder. Die so Eingekesselten konnten von allen Seiten leicht überwältigt werden. Auf diese Weise bildeten die Römer eine Art lebendige Festung, die sich öffnen und schließen ließ und so den Gegner komplett vernichten konnte. Vor Alesia wird den römischen Legionären das Äußerste abverlangt. Jetzt werden die Befestigungen der Römer von allen Seiten bedrängt. Aber noch hat Caesar frische Kräfte. Er schickt seine germanischen Reiter ins Gefecht. Die Wucht ihres Angriffs wirft die Kelten zurück. Sie wenden sich zur Flucht. Doch ihre Sache ist noch nicht verloren. Viele tausend ausgesuchte Kämpfer, in unserer Rekonstruktion gelb markiert, versammeln sich im Schutz der Dunkelheit.
Genau oberhalb des schwächsten Punktes der römischen Verteidigungslinien beziehen sie Stellung. Am Mittag des nächsten Tages greifen sie an. Die Römer, hier in Rot, sind in der Minderzahl. Auch Vercingetorix' Truppen wagen wieder einen Ausfall. Die Sache Roms scheint verloren. Caesar hat die rettende Idee. Er befiehlt einigen Kohorten, das Kampfgebiet weiträumig zu umreiten. Von einem Hügel aus sollen sie dem Gegner überraschend in den Rücken fallen. Plötzlich vom Feind umzingelt, geraten die Kelten in Panik. Verzweifelt geben sie auf. Als die Nachricht dieser Niederlage die Kämpfer aus Alesia erreicht, ziehen sie sich in ihre Festung zurück. Im Pfeilhagel der Römer sterben noch viele der fliehenden Kelten. Nüchtern kommentiert Caesar, es gab ein großes Gemetzel. Zahlenmäßig waren die Kelten den Römern weit überlegen. Fast hätten sie gesiegt. Aber nun waren sie doch Opfer von Caesars Kriegskunst geworden. Als Vercingetorix am Ende des Tages über das Schlachtfeld geht, weiß er, dass er seine letzte Schlacht geschlagen und alles verloren hat. Es war ihm gelungen, alle Kelten zum Freiheitskampf gegen die Römer zu vereinen. Jetzt muss er sich dem Eroberer beugen. Gallien ist besiegt. Das Schlachtfeld zweiht er ihnen ein Priester, der einen Menschen in ein Gefäß versenkt. Ist dies ein Ritual, um den Krieger unverwundbar zu machen oder ein Menschenopfer? Es ist durchaus denkbar, dass diese Darstellung auf dem Kessel von Gundestrup sich auf ein Menschenopfer bezieht. Man weiß es nicht genau. Aber die Tatsache dieser Menschenopfer ist ja bestens bezeugt, nicht nur durch Caesar, dass im ersten Jahrhundert vor Christus bis in die römische Zeit hinein Menschenopfer bei den Kelten, wie übrigens auch bei den Germanen, absolut normal waren, zumal in Kriegszeiten, um eben die Götter zu besänftigen. Die Römer hielten die Kelten für wilde, kulturlose Barbaren, die abgeschieden in den unzugänglichen Landschaften des nördlichen Europa hausen. Aber die meisten Kelten lebten schon seit langem in wohlgeordneten Dorfverbänden und hatten Handelskontakte mit vielen Völkern Europas. Sie waren kein einheitliches Volk, doch Sprache und Kultur waren allen Stämmen gemeinsam. Karierte Stoffe waren ihre Erfindung. Sie hatten keine eigene Schrift und kannten nur mündliche Überlieferung. Darin ist viel von Helden und großen Schlachten die Rede. Die meiste Zeit jedoch verbrachten sie mit Ackerbau und Viehzucht. Seit etwa dem 6. Jahrhundert vor Christus bevölkern die Kelten weite Teile Europas. Anfangs lebten sie nur in Dörfern, später gründeten sie die ersten Städte nördlich der Alpen. Im 5. Jahrhundert vor Christus begann eine Zeit der Wanderung. Kelten ziehen nach Italien, über den Balkan, nach Griechenland und bis in die Türkei. Eine Vielzahl von Spuren hinterließen sie im heutigen Österreich, das zu einem ihrer Stammgebiete gehörte. Im Naturhistorischen Museum von Wien lagern unzählige Objekte, die Archäologen bei Ausgrabungen bargen. Hier untersuchen Spezialisten einen Knochen, der in einem frühkeltischen Grab gefunden wurde. Die Analyse erlaubt einen Blick in eine unfriedliche Zeit. Seltener, ein sehr ungewöhnlicher Befund. Im Bereich oberhalb des Knies steckt eine Pfeilspitze drinnen, mit einer deutlichen Richtung. Der Schuss ist eher von schräg unten gekommen. Genau. Also ein Reiter kann das sein. Richtig, genau. Ja. Das eine skythische Pfeilspitze. Wurden die Kelten von ihren östlichen Nachbarn besonders oft angegriffen? Gab es Gründe dafür? Eine mögliche Erklärung findet sich im Archiv des Museums. Hier lagern die Dokumente eines sensationellen Fundes.
werden die archäologischen Fundstücke der Schicksalsschlacht im Nationalen Antikenmuseum bei Paris aufbewahrt. Die Schlacht von Alesia ist für die Archäologie einzigartig. Es ist das erste Mal, dass Geschichte und Archäologie aufeinandertreffen. Dort haben wir eine Ausgrabungsstätte und das geschichtliche Ereignis dazu, zum Sehen und Anfassen. Zum Beispiel dieser Helm hier, das ist sehr anrührend. Man kann die Delle im Helm sehen. Wahrscheinlich verursacht durch einen Schlag, der den Krieger im Kampf traf. Es ist der Helm eines Kelten. Die Schlacht von Alesia ist eine wahre Tragödie in der Geschichte Galliens. Vercingetorix, so berichtet Caesar, habe seine Landsleute vor die Wahl gestellt, ihn tot oder lebendig an die Römer auszuliefern. Er zitiert seinen großen Widersacher mit den Worten: "Nicht um meiner eigenen Interessen, sondern nur um der gemeinsamen Freiheit willen habe ich diesen Krieg unternommen." Vercingetorix zeigt sich als stolzer Verlierer. Er reitet zuerst um Caesar herum, bevor er vom Pferd springt. Dann legt er seine Waffen feierlich nieder. Er bittet Caesar um Gnade für die unterworfenen Stämme. Caesar hat diesem Vercingetorix nie verziehen, was er ihm angetan hat. Er hat ihm nie verziehen, dass er ihn noch einmal in die Hölle des Krieges zwang und ihn an den Rand der Niederlage drängte. Als sich der gallische Fürst ihm ergab, hat er, entgegen aller heroischen Verzeichnungen, ihn sofort gefangen setzen lassen, ihn nach Rom geschafft und ihn dort 6 Jahre warten lassen, um ihn schließlich im Triumphzug in Ketten gefesselt vor sich herschleifen zu lassen. Der Sieg über Gallien macht Caesar zum mächtigsten Mann in Rom. Dort feiert er im Jahr 46 vor Christus seinen Triumph, zusammen mit seinen Soldaten, die ihrem Feldherrn bis zuletzt die Treue gehalten hatten. Vercingetorix wird noch am Tage des Triumphzuges in das römische Staatsgefängnis, den Carcer Tullianum, gebracht. Dort wartet der Henker auf ihn. 6 Jahre lang hatte der Gefangene darauf gehofft, Gnade bei einem großherzigen Gegner zu finden. Vergeblich. Caesar überlebt seinen Feind nicht lange. 2 Jahre später wird er im Senat ermordet. Vercingetorix bleibt in Erinnerung als einer der Letzten, um den Gegner zu überraschen. Für die römischen Legionäre sind solche Überfälle Routine. Dabei können sie sich Nahrung beschaffen und Beute machen. Caesars Bericht verschweigt die Gräuel des Krieges nicht. Als unsere Truppen die Stadt Avaricum stürmten, waren unsere Soldaten von den anstrengenden Belagerungsarbeiten so sehr erregt, dass sie nicht einmal Greise, Frauen und Kinder schonten. Von der ganzen Bevölkerung, deren Zahl etwa 40.000 betragen hatte, konnten am Ende kaum 800 zu Vercingetorix entkommen. Für die Kelten ist der Krieg eine schreckliche Tragödie. Frauen werden vergewaltigt, Familien auseinandergerissen, tausende Menschen getötet oder in die Sklaverei verschleppt. Auch die Römer erleiden Verluste, aber weit weniger als die Kelten. Für den, der überlebt, hat sich der Einsatz gelohnt. Caesar lässt seine Soldaten großzügig Beute machen. Es heißt sogar, er habe jedem seiner Kämpfer mehrere Sklaven geschenkt. Das politisch zerrissene Gallien hat sich nach 3 Jahren Krieg Caesar ergeben. Und erst als man begriff, was das hieß, begannen die Aufstände, begannen die in Gallien zu verstehen, was römische Herrschaft tatsächlich bedeutet, und entwickelten sie zum ersten Mal ein Gefühl von Freiheit. Die Folge war, erst jetzt fingen sie ernsthaft an zu kämpfen. Erst jetzt wurde es für Caesar schwierig. Und erst jetzt wurde die Eroberung Galliens zu einem wirklich großen Spektakel.
Die Lage im Kriegsgebiet ist zweigeteilt. Der Süden, die heutige Provence, ist fest in römischer Hand. Die Häduer sind mit den Römern verbündet. Die Averner haben sich noch nicht entschieden. Im Norden bereiten Nervier, Eburonen und Treverer bereits den Aufstand vor. Caesar ist über die brisante Lage unterrichtet. Er befiehlt allen Stammesführern, nicht von seiner Seite zu weichen. Niemand soll hinter seinem Rücken eine Rebellion anzetteln können. Doch einer weigert sich. Dumnorix. Das kann Caesar nicht hinnehmen. Während der Dumnorix-Affäre widersetzt sich ein wichtiger Anführer der Häduer, die normalerweise auf der Seite der Römer standen, den Anordnungen zu Smus die Verzweiflung gewesen sein, um solch eine grausame Entscheidung zu treffen und taub für das Flehen der Verstoßenen zu sein. Den Vertriebenen bleibt nur die Hoffnung, dass der Feind sie aufnimmt. Caesar aber schweigt, die Not seiner eigenen Truppen vor Augen. Es gibt keine Rettung. Elend gehen die Hungernden zugrunde. Freund und Feind sehen tatenlos zu. Die Lage der Kelten erscheint aussichtslos. Die Verbündeten lassen weiter auf sich warten. Doch an einem Septembermorgen bietet sich den römischen Wachposten ein furchterregender Anblick. Die vereinigten Streitkräfte Galliens treffen vor Alesia ein. Laut Caesar 250.000 Fußsoldaten und 8.000 Reiter. Sie beziehen Stellung auf den umliegenden Hügeln. Die römischen Soldaten sind besorgt. Werden ihre Befestigungen den drohenden Ansturm standhalten? In Alesia hingegen schöpft man neuen Mut. Vercingetorix beschwört seine Krieger. Jeder soll wissen, dass es jetzt ums Ganze geht. Eine Niederlage würde das Ende der gallischen Freiheitsträume bedeuten. Es herrscht höchste Anspannung. Vercingetorix ist entschlossen, seine Truppen zum Sieg zu führen. Freiheit oder Tod. Auch die Legionäre wissen, was auf dem Spiel steht. Diese Schlacht wird über ihr und Caesars Schicksal entscheiden. Caesar hatte 8 Jahre um seine Zukunft gekämpft und verlor er diese Schlacht vor dem Nichts. Seine Soldaten nicht minder. Sie waren in derselben Situation. Auch sie hatten 8 Jahre für Beute, eine große Zukunft, für ihren Ruhm gekämpft. Unterlagen sie jetzt, so verloren sie alles. Die Kelten sind in der Überzahl. Ihre Stammesführer setzen sich siegessicher an die Spitze ihrer Truppen. Der Angriff auf den römischen Schutzwall beginnt. Das ist das Signal für Vercingetorix' Truppen. Von Alesia aus greifen sie den inneren Belagerungsring an, schütten die Gräben mit Erde zu und überwinden an einigen Stellen die Barrikaden. Doch noch behalten die Römer